Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Online-Kindergottesdienst, heute am 14. Juni. Na, hast du im Zelt übernachtet vielleicht von gestern auf heute? Oder zumindest die Rallye mitgemacht, Stay-at-Home-Rallye rund ums Haufental. Waren ja ziemlich coole Stationen dabei. Ich erinnere mich an den Eiffelturm. Ich bin gespannt, wie hoch dieser Eiffelturm wohl geworden ist. Oh, hallo Bärbel. Hallo Chris. Was hast du denn da? Eine Kinderbibel, die habe ich geschenkt bekommen. Echt? Super. Ja. Sehr klasse. Und was liest du da jetzt so? Ich suche den Vers von der Rallye, weil ich weiß den nicht mehr ganz. Habt ihr den Vers gefunden? Hoffentlich. Also pass mal auf, du musst ganz in der Mitte nachgucken. Ja. Psalm 119 war das. Weißt du noch, worum es da ging? Ich glaube, um Licht und um einen Weg. Genau, um Licht und einen Weg und um hier. Um die Füße. Um die Füße. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja, genau so war's. Ja, dann tust du jetzt auswendig lernen, ja. Okay, bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Du, wo ist eigentlich der Michael? Stimmt, der Michael fehlt ja. Mirjam, weißt du, wo der ist? Ich glaube, der ist im Urlaub. Urlaub, stimmt, es sind ja noch Pfingstferien. Michael ist im Urlaub, der kommt nächste Woche wieder. Jetzt singen wir erstmal zusammen und zwar, heute wird es hier um Bärbel, um deine Bibel gehen. Cool. Und wir singen auch ein Lied von der Bibel, das heißt, ich bin ein Bibelentdecker. Juhu, ich freue mich schon. Ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich will es wissen, ein Bibelentdecker. Geschichte. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich lese in Briefen und Gedichten hier und auch zu Haus. Ich bin ein Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker will suchen und finden. Ein Bibelentdecker auf Tour. Meine Tour führt mich heute zu Person. Kinder, jetzt habe ich noch eine große Überraschung für euch. Ich habe nämlich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Darf ich präsentieren? Klaas Schwarzbach. Joho! Hallo, liebe Kinder! Hoho! Herzlich willkommen, Klaas! Hallo, Bärbel! Hallo! Vielen Dank für die Einladung! Hoho! Ja, gerne! Aber Klaas, sag mal, du machst mir ein bisschen Angst. Warum mache ich dir Angst? Du siehst so anders aus. Wie so anders? Ja, anders als normale Leute eben. Ja, wie? So sehen halt Piraten aus. Wie ein Pirat? Was macht man denn als Pirat? Ja, ein Pirat bin ich. Klaas Schwarzbart. Noch nie von mir gehört? Doch, ich habe was gelesen, aber ja. Was macht man denn jetzt, wenn man Pirat ist? Ah, als Pirat erlebt man viele Abenteuer, sage ich dir. Man fährt mit einem großen Schiff voller Kanonen und einer fürchterlichen, furchterregenden Mannschaft über die 7 Weltmeere. Und dann überfällt man spanische Galeeren, die viel Gold haben. Und ja, manchmal entführt man auch jemanden. Hauptsache, man bekommt ganz viel Beute. Prise nennen wir das. Ah ja, aber das ist ja für die überfallenen Leute gar nicht gut und für die Prinzessinnen. Da machen sich ja alle Sorgen, wenn die Prinzessin einfach weg ist. Ja. Ja, das ist halt so. Das ist uns Piraten doch egal. Ach so, okay. Und was war dein größter Schatz, den du bisher erbeutet hast? Mein größter Schatz? Naja, das waren halt diese
diese spanischen Kronjuwelen, von der Prinzessin, weißt du? Ach so. Der spanischen Prinzessin, die Kronjuwelen. Das war gar nicht so eine große Kiste, die war eher so klein. Und da waren Diamanten, Rubine, Gold und Silber und was nicht alles drin. Ja. Ja, das ist aber sicher sehr wertvoll. Und du hast es in eine Höhle gebracht, hast du gesagt? Ja, genau. In eine Höhle. Und was hast du in der Höhle noch gemacht? Oder war das einfach, da ein gutes Versteck zu finden? Oh, das Versteck ist prächtig. Ist so ein richtiges Piratenversteck. Ein unterirdischer See mit einem Felseninsel, die niemand kennt und wo niemand hinfindet. Aber findest du sie dann wieder? Ich weiß auch nicht so genau. Die ist irgendwo an der irischen Küste. Okay, und wie war das so in der Höhle? Da ist es doch bestimmt voll dunkel. Ja, weißt du was? Ehrlich gesagt, erst war es total spannend und ich war so stolz, meinen Schatz gerettet zu haben nach dem Sturm und diesen phänomenalen Ort gefunden zu haben. Und dann war es fürchterlich, weil dann habe ich mich verlaufen und dieses Ganze mit dem Kreidezeichen hat alles nicht funktioniert. Ich bin falsch abgebogen, dann war ich plötzlich in der finsteren Höhle und habe nur noch Angst gehabt, habe kein Licht mehr gehabt, habe zu viel rumgetrunken und habe gedacht, jetzt ist mein Leben vorbei. Und dann, du bist ja jetzt hier, dein Leben ist also nicht vorbei. Ha, stimmt, scharfsinnig. Ja. Ja, dann habe ich zu diesem Gott gebetet von Spoon, von meinem Smoothie, weißt du? Mhm. Und als es so total finster war und ich glaube, ich habe ein Nickerchen gemacht oder so und dann habe ich meine Augen aufgemacht und habe nichts gesehen. Oder ich habe versucht zu sehen, habe aber nichts gesehen und habe dann aber in irgendeiner Ecke, oder weiß ja nicht, was das war, aber ich habe einen Schimmer gesehen. Und ich habe zu Gott vorher gesagt, wenn du mich hier rausbringst, dann werde ich mein Leben ändern. Und dann bist du rausgekommen? Naja, ich bin diesem Schimmer gefolgt, habe mir x-mal meinen Kopf angehauen. Aber tatsächlich, der hat mich zu einem Ausgang geführt. Cool. Und dann hast du dann dein Leben geändert, wo du draußen warst? Ja, selbstverständlich. Also erstmal, der arme Spoon, der hat es ja nicht überlebt. Den habe ich bestattet in der Höhle, habe dann da noch, da ist dunkel geworden, habe da übernachtet und am nächsten Morgen gucke ich aus der Höhle und dann sehe ich Segel am Horizont. Und ich denke, nein, meine Verfolger, sie haben jetzt schon den Weg zu mir gefunden. Ich habe schnell meine Sachen zusammengepackt, was ich noch hatte, habe das Boot am Strand gelassen, bin die Steilküste hinaufgeklettert und habe wird einfach geflohen ins Landesinnere. Dann habe ich Soldaten gesehen auf dem Weg, habe mich versteckt im Wald und bin immer weiter geflohen. Aber ich konnte in keine Stadt, weil ich genau wusste, meine Verfolger, die werden auch dort nicht fern sein. Und man wird mich überall verfolgen, bis ich eine Burg auf einem Felsen gesehen habe. Da habe ich gedacht, da muss ich hin, da kann ich mich verstecken. Bin da hochgekraxelt und dann stand ich vor so einer schweren Eisentür. Hab angeklopft, ist so eine Klappe aufgegangen, hat ein älterer, glatzköpfiger Mann rausgeguckt und gesagt, ja, mein Sohn. Und ich gesagt, Hilfe, ich werde verfolgt, ich brauch einen Unterschlupf. Ich lese auch in der Bibel, habe ich gesagt. Und dann hat mich das war ein Mönch, hat mich freundlich, bisschen bemitleidend angelächelt, hat mir die Tür aufgemacht, hat mich eingelassen. Und dann habe ich da ein Zimmer bekommen, so eine Zelle nennt sich das da, ganz einfach, Bett und Schreibtisch, sonst nichts. Und da war ich viele Monate, habe jeden Tag gearbeitet, habe mit den Mönchen gelebt, die sind immer ganz früh aufgestanden, haben gebetet in ihrer Kirche. Dann haben sie ganz schlicht gegessen und gearbeitet auf den Feldern und ganz viel Zeit beim Lesen von diesem Buch verbracht. Ich habe es fast ganz durchgelesen. Und was hast du in dem Buch gefunden? Ja, das Buch ist großartig. Da steht quasi die Geschichte von Gott mit den Menschen drin. Und ich habe ja diesen Bibelvers da gefunden, der steht in Psalmen übrigens. Aber dann habe ich auch eine Geschichte von Jesus gefunden, die hat mich ziemlich getroffen. Und zwar hat Jesus seinen Jüngern, seinen Freunden, hat er gesagt, so wie ein gutes Leben aussieht. Und es sah natürlich völlig anders aus als das Leben, was ich geführt habe. Und dann habe ich das so gelesen und danach hat Jesus noch eine Geschichte dazu erzählt und hat gesagt, wer auf seine Worte hört, der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut. Also sein Lebenshaus auf dem Felsen.
Ganz egal, wenn Sturm und Wind kommen, das Haus bleibt felsenfest stehen. Und dann hat er noch gesagt, wer nicht auf seine Worte hört, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf den Sand am Strand baut. Da kommt mal eine Flut und es wird weggeschwemmt. Das weiß ich ja als Seemann, dass es überhaupt nicht funktioniert. Haus am Strand, völlig bescheuert. Und dann habe ich aber gemerkt, ey, ich bin eigentlich so einer, der sein Lebenshaus auf den Strand gebaut hat, ja? Ich bin immer dem Gold hinterhergejagt, dem Reichtum, habe Schätze erbeutet, die ich jetzt am Ende gar nicht haben kann. Ich weiß gar nicht mehr, wo diese Höhle ist, wo ich den Schatz versteckt habe. Und dann habe ich zu Gott gesagt, nein, jetzt will ich mein Leben ändern. Ich will nicht mehr dem Geld nachjagen, sondern dem Leben, was er für mich hat. Ja, Klaas, das ist aber eine spannende Lebensgeschichte. Ja. Vielen Dank, dass du sie uns erzählt hast hier. Dann können wir alle davon lernen. Joho. Wer diese meine Worte hört, sagt Jesus ja, und beschreibt dann einen klugen Menschen, der ein Haus baut. Und er beschreibt einen törichten Menschen, also einen dummen Menschen, der ein Haus baut. Der kluge Mensch baut sein Haus auf Fels. Und da ist egal, wenn Sturm, Wind und Regen kommt, das Haus steht fest. Und der dumme Mensch, der baut sein Haus auf Sand. Auch wenn ich Häuser am Strand ehrlich gesagt mag. Aber es steht natürlich nicht richtig fest. Wer diese meine Worte hört, sagt Jesus. Da kommt Wort. Und dann der andere Vers. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Jetzt haben wir zwei wichtige Bibelstellen, wo das Wort Wort drin vorkommt. Wo es um Worte geht, um Wort Gottes. Und da gibt es noch viel mehr in der Bibel, aber diese zwei, die sind mir gerade mal wichtig. Worte, die haben ja schon eine recht große Bedeutung für unser Leben. Ich weiß nicht, ob du dich an dein erstes Wort erinnerst, was du gesagt hast. Meistens so, wenn kleine Kinder, Babys, wenn die so ihre ersten Worte sagen, dann ist es immer ein ganz großes Ding. Das ist meistens irgendwas Richtung Mama oder Papa. Und die Eltern, die freuen sich dann ganz riesig, je nachdem, wer zuerst genannt wird. Wobei ich sagen muss, meine Tochter, die konnte auch ziemlich schnell Nein sagen. Ich glaube, es war ihr zweites Wort. Das kann sie bis heute recht gut, Nein sagen. Wir haben ihr das damals beigebracht, weil sie beim Essen immer, wenn sie keinen Hunger mehr hatte, hat sie immer alles vom Tisch gefegt. Und dann haben wir ihr beigebracht, dass sie dann Nein sagen soll und nicht das Schälchen mit dem Brei vom Tisch fegen soll. Das mit dem Nein hat sie sich gut behalten. Ja. Worte. Wie schön ist es, wenn deine Eltern zu dir sagen, du bist großartig, wir haben dich so lieb. Das sind Worte, die ganz tief ins Herzen gehen, die einfach richtig gut sagen, gut sind, gut tun. Aber ihr kennt sicherlich auch die Worte, die dann so ein bisschen ernster werden, die vielleicht sogar drohend klingen, wo man dann weiß, okay, jetzt bin ich vielleicht auf keinem guten Weg. Vielleicht sollte ich diesen ernsten, drohenden Worten meiner Eltern folgen, weil sonst passiert irgendwas, was nicht so gut ist für mich. Worte können auch Schaden anrichten. Mit Worten kann man Menschen ziemlich doll beleidigen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, in der Klasse, wenn Leute dich beleidigen und wenn das nicht nur einer macht, sondern wenn das ganz viele machen und dich irgendwelche komischen Namen oder böse Sachen nennen. Es tut richtig weh im Herzen. Ja, das mit Worten ist schon so eine Sache. Auf der einen Seite können sie total gut tun, können einen aufbauen und auf der anderen Seite können sie ziemlich schmerzhaft sein. Aber ohne Worte wäre ja auch nichts, ne? Unser Psalmvers von der Stay at Home Rally, der spricht vom Wort Gottes. Dass das Wort Gottes ein Licht auf unserem Weg sein möchte, das ist jetzt nicht irgendein Weg, den wir jetzt gegangen sind bei der Rallye, sondern das ist unser Lebensweg. Und das leuchtet dann natürlich nicht wie eine Lampe jetzt irgendwie am Fuß, sondern es ist eher ein Bild. Wenn du dich an die Geschichte von Klaas erinnerst, in der Höhle von Klaas, da war auch kein Buch, was jetzt irgendwie angefangen hat zu leuchten, sondern Klaas hat angefangen zu realisieren, oh, da gibt es vielleicht jemanden, der größer ist als die Gefahr, in dieser Höhle eingeschlossen zu sein. Und hat mit diesem jemand geredet. Das ist Gott. Weißt du, Gottes Wort hilft dir dabei, ihn näher kennenzulernen und Jesus näher kennenzulernen. Denn alles, was wir so in unserem Leben wissen können, das steht hier drin. In der Bibel. Und
Gottes Wort, wir nennen die Bibel auch Gottes Wort, hilft dir, gute Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Wenn du also so eine Bibel, das ist jetzt eine Kinderbibel, wenn du eine zu Hause hast, dann liest doch einfach mal drin. Oder wenn du noch nicht so gut lesen kannst, dann frag mal deine Eltern, dass sie dir einfach was draus vorlesen. Da stehen viele spannende Geschichten drin. Und vielleicht hast du auch schon eine richtige Bibel. Es gibt so tolle Bibellesepläne, wie zum Beispiel der hier. Der heißt Die drei Abenteurer. Ja, da ist noch so eine Geschichte, Comic mit dabei. Da kannst du selber jeden Tag in der Bibel lesen, immer so einen Abschnitt und dadurch Gott näher kennenlernen, dadurch Gottes Wort näher kennenlernen und mehr von dieser Leuchte haben, die dir Gottes Wort sein möchte. Als ich im jungen Alter war, weiß nicht, vielleicht so 10, 11 oder so, ich habe so eine kleine Taschenbibel und da habe ich angefangen, immer mal wieder regelmäßig in der Bibel zu lesen. Hat auch einen Bibelleseplan, der war nicht ganz so cool wie der. Und es war mal mehr, mal weniger, aber es war gut. Ich habe dadurch viel aus der Bibel gelernt. Weißt du eigentlich, dass die Bibel das Buch ist, was es in den allermeisten Sprachen der Welt gibt? Manche sagen, ja, ist ja total altes Buch, ist nicht mehr aktuell. Nee, ist es nicht, sondern es ist für alle Menschen wichtig und deswegen wird es in so viele Sprachen übersetzt. Und es gibt sogar Länder, da ist die Bibel verboten. Es ist verboten, in der Bibel zu lesen. Da wird man verfolgt, da wird man eingesperrt, wenn die Regierung mitkriegt, dass man eine Bibel zu Hause hat. Warum? Weiß ich auch nicht. Die Menschen, die da an der Macht sind, haben vielleicht Angst, dass das, was hier drin steht, ihre Macht gefährden könnte. Weil die Menschen mehr auf Gottes Wort vertrauen als auf ihre Macht. Wie gut, dass wir in einem Land leben dürfen, wo wir frei und ohne verfolgt zu werden in unserer Bibel lesen darf, in der man sogar in der Schule was über die Bibel erfährt. Ja, weißt du noch, wie der Vers ging? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich wünsche dir, dass du das erleben kannst, dass die Bibel so eine Leuchte für dein Leben sein darf. Amen. Baue dein Haus auf dem losen Sand, baue dein Haus am Strand. Denn es sieht vielleicht gut aus, aber es bringt dir nichts. Das Haus muss wieder vorne anfangen. Ich besser baue dein Haus auf Fundament und nimmst dazu ein kleines Sack Zement. Und wenn es stürmisch Wendle kommt und dort ich stehe, das Haus muss dort. Aber es bringt dir nichts, das Haus muss wieder vorne anfangen. Ich besser baue dein Haus auf Fundament und nimmst dazu ein kleines Sack Zement. Und wenn es stürmisch das Wendle kommt und dort ich steh's, das Haus muss dort. Applaus! War ganz große Klasse. So, und jetzt beten wir. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass wir die Bibel haben, dass wir in Freiheit darin lesen dürfen, dass uns das niemand verbietet. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder diese Geschichten darin aufschlüsselst und uns lehrst darin, wo du dir vorstellst, wie wir unser Leben zu leben haben. Danke für deine wunderbare, große Liebe. Danke für die Stay-at-Home-Rallye. Schade, dass wir kein Zeltlager haben konnten, aber danke für dieses kleine Ersatzding, was wir haben konnten und auch jetzt auch für den Gottesdienst. Und ich möchte dich jetzt bitten, wenn die Schule wieder anfängt und wenn Kindergarten wieder anfängt, möchte ich dich bitten, dass du dabei bist, dass du die Kinder und die Lehrer und Lehrerinnen, Erzieherinnen, Erzieher schützt vor Krankheit und dass es einfach wieder eine gute Gemeinschaft werden darf in den Klassen, in den Gruppen. Sei du der Herr darüber. Amen. Und ich möchte euch segnen im Namen Gottes des Vaters, der euch von Herzen liebt, im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für dich am Kreuz gestorben ist und im Namen des Heiligen Geistes, der mit dir ist, jeden Tag, dich stärkt und begleitet. Amen.
das war der Kindergottesdienst für den 14. Juni. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Das ist der 21. Juni. Ja. Dann hoffentlich mit Michael. Ja, bestimmt. Ja, bis dahin viel Spaß in der Schule, Kindergarten oder wo auch sonst ihr so seid. Und wie immer gilt, bleibt gesund. Ciao. Tschüss. Du hast meine ganze Geschichte noch gar nicht gelesen? Dann kannst du jetzt noch bei der Stay-at-Home-Rallye mitmachen. Bis Sonntagabend ist sie aufgebaut rund ums Haufental. Und ab jetzt könnt ihr wieder in die Jungschar kommen. Juhu! Wir treffen uns zu den gewohnten Uhrzeiten im Haufental. Joho!